Ich muss euch mal erzählen, Leute, was hat sich mit dem Krog auf sich? Erstmal eine Frage an euch. Wisst ihr, was ein Krog ist? Schreibt mal in die Kommentare. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm, weil ich glaube, das ist ein Hamburger Ding. Ein Schuh? Nee, ein Krog. Nein, ein Krog. Ihr müsst euch so vorstellen, es ist einfach, in Anführungszeichen, ein Sandwich, aber ein sehr langes. Und das kommt ja aus Frankreich, schätze ich mal. Ist sowas wie ein Baguette, aber du kannst es halt selber belegen. Was ist jetzt an diesem Baguette so besonders oder schlimm? Ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe ein Trauma. Dafür muss ich euch eine Real-Life-Story so ein bisschen anknacksen. Und zwar, ich kann es ja gerne euch erzählen, Leute. Ich kiffe sehr selten, ne? Vielleicht einmal höchstens im Jahr. Allerdings damals habe ich zum allerersten Mal gekifft. Da war ich in Amsterdam. Da habe ich halt einen Brownie gegessen, weil ich darf ja nicht rauchen, wie mal krebserkrank. Ich habe mein erstes Erlebnis gehabt mit Brownie essen und ich sage euch ehrlich, ich möchte keine Drogen verherrlichen, aber ich hatte eigentlich ein sehr, sag ich mal, cooles Erlebnis. Hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr lustig. Es war halt genau diese Rauscherfahrung, sage ich mal. Dann war ich in Hamburg zurück und kam auf die glorreiche Idee, Brownies selber zu backen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist sowas sehr gefährlich. Also selber jetzt sowas zu backen, weil das natürlich noch hinten losgehen kann. Und deswegen habe ich dann richtig reingeschissen, weil ich habe anstatt als ein Brownie gegessen habe, wirkt das ja erst nach über 40 Minuten, müsst ihr euch vorstellen. Das wirkt nicht direkt. Und der Zeit, wo ich einen Brownie gegessen habe und die Wirkung gekommen sollte, habe ich einen Krog gegessen, also ein Sandwich. Und Digga, ich schwör's euch, Leute, ich hatte dann den schlimmsten Absturz meines Lebens auf Gras, was man immer denkt, das kann ja nicht sein, aber ich dachte wirklich, ich kratze ab, ich habe ein Licht gesehen, ich habe den Krog völlig ausgekotzt, also wirklich, ich habe alles gekotzt und ich hatte seit über 4 Jahren habe ich keinen richtigen Krog mehr gegessen, weil ich so ein Trauma davon hatte. Das war die Kurzfassung. Ich schwör's euch, Leute, ich habe da sehr dumm gewesen, ich habe den Brownie gegessen und halt erstmal eine übelste Überdosis gehabt. Das Ding ist, das Gute ist, wenn du Cannabis eine Überdosis hast, dann schläfst du einfach ein, aber stirbst jetzt nicht, wie mit Alkohol zum Beispiel, sonst was. Und ich habe halt einen Brownie gegessen, es hat nicht gewirkt, dann habe ich noch einen Brownie gegessen und bin ich einfach halb umgefallen gefühlt, weil die Wirkung viel zu stark war als Anfänger. Und dann war alles gefickt. Und dann habe ich den Krog ausgekotzt und hier und da und bla 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 bla. Das ist das Ding, das ist die Story hinter dem Krog-Trauma. Das heißt, ich habe einen Krog gefressen und ich dachte wirklich, ich falle um, Leute. Ich dachte, ich sterbe. Und das war so schlimm und dann den ganzen Krog ausgekotzt und seitdem habe ich nie wieder einen Krog gegessen. Und deswegen will ich heute mit euch zusammen jetzt einen Krog essen gehen. Da hat einer was sehr, sehr Wertvolles in den Chat geschrieben. Die Erfindung dieses Krogs wird den Hamburger lebenden österreichischen Gastronom Rudolf Scheich zugeschrieben, der sie 1976 als günstiges Gericht für seinen Imbiss hergestellt hat. Guck mal, schon wieder ein Österreicher, der in Hamburg, der in Deutschland einmarschiert und seine Werte hier durchsetzen möchte. Hat er anscheinend erfolgreich geschafft. Da ist noch früher, ich habe das richtig, richtig gern gegessen, heutzutage halt gar nicht mehr, weil, ja, wie erwähnt, ich habe ja wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht. Einen Tag nur Krog lutschen, ich wäre dabei. Was eine Videoidee. Ach, wenn ihr wisst, was ich für Videoidee schon bekomme von meinen Zuschauern. So, ja, ein Tag da ist, ein Tag dies. Alter Schwede, ich nehme noch einen Fahrradfahrer mit. Naja, jedenfalls live im Stream, Alter. 30er Zone, 9 bis 19 Uhr. Ah, geil, gerade 19 Uhr geworden. Jojojojo, leck mich. Mama Samu ist es wild, aber zu Hause. Okay, und wie? Ich habe mal eine Tomatensuppe Jägermeister reingetan. Das war auch ein Video und das war köstlich, sage ich euch. Also wirklich, das ist das, was nach Tomate fehlt, Leute. Ein bisschen Jägermeister. Davor habe ich viele Parkplätze gesehen. Da müssen wir jetzt noch ein Stück gehen, aber scheiß drauf, dann haben wir unsere Ruhe. So, liebes Auto, ich komme gleich wieder. Ich hoffe, du bist nicht geklaut. Da steht hier Fassadensanierung. 4.9. bis 4.12. 7 bis 9, 16 Uhr. Ja, okay, es ist jetzt später. Ich darf hier parken. Hier könnt ihr sehen, Krog, Getränke, Salate, Getränke. Oh mein Gott, sieht der schädig aus. Thunfisch, einer. Kannst du noch in den Knoblauch. Knoblauch, Chili, wenn du noch magst. Ah. Ja, so ein bisschen kann ich schauen. Zum Essen? Ja, zum Mitnehmen jetzt. Oh, gefällt, ne? Perfekt. Ihr Schweine ist intern abgestürzt, glaube ich, oder? Ich habe es gelesen. Guck mal hier, Leute. Ich hoffe, man sieht es. Die Speisekarte. Da könnt ihr die Speisekarte sehen. Leute, guck mal da. Es gibt einfach einen Bananenkrog mit Schinken, Banane. Oder eigentlich auch geile Sachen wie Hotdog oder Pute. Oder Mozzarella, Ei, Schafkäse. Also die Auswahl ist gar nicht mal so schlecht. 2000 Jahre später. Ah, Essen ist fertig. Das ist wirklich ein langes Ding, Leute. Ein Alufolie eingepacktes Ding. Alter, Junge, Alter. Was soll ich denn mit so einem Ding? Das ist ja ein richtiges Gerät in meinen Händen. Aber ich habe so ein Ding, Alter. Also das ist ein Krog. Falls ihr noch nicht wusstet, wie einer aussieht, jetzt mal hier in freier Wildbahn. Sonst sieht man die ja nur so, wisst schon, wenn das Licht gut gelegt ist. Oh, heiße Ware, Alter. Ich schieb ihn hier rein. Nimm ihn rein, Junge. Digga, der Typ hat mit Knoblauchsoße nicht gegeizt, muss man echt mal sagen. Alter, innen drin sieht das auch richtig schmackhaft aus. Eieieiei. Ich sehe auch keine Tomaten irgendwie. Guckt euch mal an, wie... Oh, lecker Knoblauch. Okay, knuspriges Brot. Lecker Knoblauchsoße. Ah, Moment! Die haben sich versteckt. Die dachten, ich sehe das nicht. Was sagt ihr zum Aussehen? Seid ihr beeindruckt oder sagt ihr, okay? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist halt an sich eigentlich nur ein Sandwich, aber links habe ich davon leider gekotzt. Ich habe ein ganzes davon gegessen, ungefähr auch dieselbe Länge, 30 cm. Und ich schwöre es euch, Leute, es war schlimm. Du kannst das Ding mit allem belegen, was du möchtest, zum Beispiel verschiedenen Soßen oder kannst auch zum Beispiel Thunfisch, Sujuk, Hotdog, alles drauf machen, was du möchtest. Also ein Sandwich, das Variation bis zum Gehtnichtmehr verlangt. Viele von euch schreiben, sieht geil aus, die wollen dich vergiften. Perfekt irgendwie. Eine stabile 8, oh, er gibt gute Noten, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, er hat das Brot richtig knackig gemacht. Die 6 von 10 ist drin. Mal gucken, was ich zum Essen sagen werde. Ihr wisst, Leute, ich bin ein bisschen dramatisiert, aber so geile Chili-Knoblauchsoße, dazu Thunfisch und knuspriges Brot.
Okay. Ja, die Knoblauch so schmeckt richtig geil. Ich liebe ja Thunfisch, das wisst ihr ja. Auch wenn man sagen muss, ich glaube, das ist kein echter Thunfisch, das ist ja Dosenthunfisch. Ist aber vollkommen in Ordnung. Und oh, ich meine, echter Thunfisch kostet 1000 Euro oder so. Aber oh, ich muss sagen, die Knoblauchsoße ist sehr, sehr geil. Allgemein, die Soße carryt hier gerade alles, muss ich sagen. Weil Käse schmeckst du jetzt nicht so stark raus, aber die Knoblauchsoße ist so penetrant in deine Fresse. Und weil ich ja Knoblauchsoße liebe, finde ich das sehr, sehr geil. Das Brot, das Knusprig. Und die Soßen knallen wie sonst was. Ich muss sagen, das erinnert mich nicht an 2018. Nee. Das ist ein anderes Erlebnis. Ich muss jetzt nicht kotzen, sage ich euch ehrlich. Es ist lecker. Es ist wirklich lecker. Es ist aber ein Ding, das ich früher in der Kindheit so unfassbar gern gegessen habe. Ich weiß gar nicht warum. Guten Appetit, danke dir. Ich weiß gar nicht, warum ich so Bock drauf hatte früher mal. Ich finde, es ist in Ordnung. Es ist wie so ein langes Sandwich, das du halt ewig dir gönnen kannst. Ich glaube, daran kann man wirklich gut knabbern. Das beißt du jetzt nicht in 5 Minuten weg. Außer du machst ein Wettessen draus. Ich glaube, man könnte echt so einen geilen Abend sitzen und dann so, dann beißt du ab und zu ab und so. Also Krok oder Krok hat auf jeden Fall seine Genehmigung. Hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und das schmeckt doch echt lecker. Also der ist echt lecker. Also ich werde es nicht übertreiben, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne die Soßen wäre es, glaube ich, nicht so geil. Ist so ähnlich wie Subway. Ja, ja, das beschreibt eigentlich ganz gut. Der einzige Unterschied ist, Subway hat, glaube ich, bessere Brote, muss man echt mal sagen. Und Subway hat auch mehr Soßen zur Auswahl. Aber grundsätzlich, vom Prinzip her, ist es sehr ähnlich, ne? Der einzige Unterschied ist halt eher die französische Version vom Sandwich, könnte man sagen. Und ich habe so abgekotzt deswegen. Ich muss auch sagen, ich finde es jetzt auch nicht so heftig geil. Es schmeckt schon lecker, aber irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Problem ich habe, Leute. Mal ehrlich die Frage, seid ihr süß oder herzlich? Ich muss sagen, ich liebe süßes Essen. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube, mir würde Nutella auf diesem Ding so geil schmecken. Das schmeckt schon geil, aber irgendwie denke ich mir so, boah, habe ich mehr Bock auf was Süßes. Irgendwie hätte ich mehr Bock auf was richtig geiles, Nutella-mäßiges, Schokoladenmäßiges, Alter. So, das ist ja mehr herzhaft zu so Thunfisch, dies und das. Wisst ihr, was ich meine? Schmeckt lecker, aber ich liebe das Süße echt mehr. Aber schmeckt lecker. Und ich fühle mich nicht so, als ich gleich kotzen müsste. Und wenn man eher so ein langes Ding reinschiebe. Und das ist, heute läuft Fußball in Bayern gegen Barcelona. Und das Ding werde ich heute schön mitnehmen und da essen. Aber abschließend kann man echt gut machen. Ich habe damals gekotzt, aber nicht wegen dem Ding. Das kann man aber echt. Also die Soßen sind echt Porno. Der Thunfisch schmeckt auch gut. Schmeckt mir!